28. Pirene. Die Stadt wird nach Kräften organisiert. Seit gestern strömen die Veteranen der Schlacht nach Gareth in der Hoffnung auf Schutz, Sicherheit und Heilung. Der Strom bricht nicht ab. Es sind nicht viele, aber dennoch stetig. Sie berichten von erhobenen Kameraden des zerstörten Wehrheim und Geistern, die nun über das Mythraelsfeld schweben. Zerfaserte Körper, von den Elementen geschändet und zum Untod verdammt. Die Hallen Borons für immer verschlossen. Die 8 Märtyrer sind in aller Munde. Hier besinnt sich niemand auf Kaiser, auf Ema, auf Rohaya, von denen spricht keiner mehr. Stadträtin Chelissa oder die Tänzerin Duridania, die heilige Palinai, die Bäuerin, oder Jacinta, eine Goldschmiedin, der heilige Eboreus, ein Richter, und Emmeran, der Falkner, Totengräber Lucian und der Soldat Vitus, die Beschützer von Gareth. Wir haben einen schiefergrauen Himmel, als ihr des Morgens bei Wilfeprutz eintrefft. Nebel, feuchte Dämpfe, kalte Luft. Und so beginnen wir. Neuer Tag, 28. Pareine. Ihr habt quasi all das erledigt, was ihr erledigt, ja, was ihr erledigen müsst. Was wollt ihr heute tun? Irgendetwas Besonderes, was jetzt noch getan werden muss, oder seid ihr soweit? Rafim hat sich mit Ömer hat sich mit Rafim besprochen und sie sind beide auf einen wahnwitzigen Plan gekommen, den sie umsetzen wollen. Ömer hat sich deswegen eine ganze Menge Stoffe auf dem Jahrmarkt kaufen wollen. Das will er heute machen, um zu versuchen, eine neue Sache zu nähen. Und zwar, er hat Rafim erklärt, Fallen. Fallen wie ein Blatt will ich. Du hast doch bestimmt schon mal Blätter gesehen, die fallen. Rafim hat mich etwas komisch angeschaut, aber immer hat sich nicht irren lassen. Blätter fallen manchmal langsam und manchmal schnell, je nachdem, wie sie irgendwie runterfallen. Und ich will so langsam fallen wie ein Blatt. Und meine Theorie ist, dass wir uns ein Blatt machen müssen, was uns fallen lässt. Wenn wir es so bauen, dass es sich sozusagen nicht schief dreht, also nicht mehr von links nach rechts, sondern von oben nach unten einfach dreht, dann würden wir schnell das schnelle Fallen in ein langsames Fallen umwandeln können. Eine Art Schirm, mit dem man fallen kann, sozusagen, wäre es. Und das hat immer vor zu machen. Also wird immer den anderen sagen, ich will jetzt gleich noch über den Markt gehen und mir noch ein paar ganz viele Stoffe kaufen. Und dann etwas zusammennähen für Rafim und mich. Wir haben uns überlegt, dass wir erst einen anderen Plan versuchen werden. Und zwar, wir werden es von den Hexen über die Festung bringen lassen. Am besten auch der Festung absetzen lassen. Aber wenn das nicht möglich ist, weil wir angegriffen werden und deswegen die Hexen uns fallen lassen müssen, dann werden wir fallen, aber wir werden darauf vorbereitet sein. Und wir werden wie Blätter im Wind auf die Festung fallen, ohne zu sterben. Und ohne unser Artefakt nützen zu müssen. Und du denkst, das funktioniert? Du hast doch bestimmt schon mal Blätter gesehen, die fallen. Manchmal fallen sie schnell, manchmal fallen sie langsam, je nachdem, wie sie sich gerade drehen und wie sie irgendwie runterfallen und welche Form sie haben. Und welche Größe. Die Blätter aus dem Süden von ganz großen grünen Pflanzen fallen ja deutlich schneller und fallen irgendwie auch nie langsam, was ich gesehen habe. Aber die kleineren Blätter hier tun das schon mal ab und zu, wenn sie vom Baum fallen. Dann fallen sie langsam, sie drehen sich ein wenig und fallen ganz langsam zu Boden. Und das ist das, was ich auch machen will. Ob ich mich dabei so viel drehe, weiß ich nicht, aber naja, zumindest mal das langsame Fallen wäre praktisch. Und so werde ich eine Art Schirm bauen, der sozusagen das Ganze machen soll. Aber das ist nur der Notfallplan, falls die Hexen uns fallen lassen müssen, wenn die Festung kommt und wir angegriffen werden, wovon ich aber ausgehe. Und praktisch wäre dies schon. Kannst du nicht für uns alle so einen Schirm bauen? Ja klar, natürlich, klar. Der ist ohne Magie und wenn euch das gefällt, woher dann... ich meine natürlich, angesichts von Ritter zu Ritter, dann natürlich, klar. Dann baue ich euch auch so ein tolles Experiment. Ich guck mal kurz, als hätte ich in den Zitronen gewesen. Ömer grinst, als hätte er gerade ein Honigkuchenfeld gesehen. Wer fliegen will, dem greift der Herr Paulus auch unter die Arme. Magie hin oder her. Und diese Hexen, ihr könnt auf deren Besen mitreiten, oder wie ist das? Ich hatte mir überlegt, dass wir uns vielleicht irgendwo einen Zaun schnappen und den von irgendwie mehreren Hexen tragen lassen, währenddessen sie uns auf ihren anderen hölzernen Fluggeräten hochbringen. Das habe ich jetzt noch nicht mit denen abgesprochen. Das ist sozusagen der zweite Weg, wenn ich die Stoffe sozusagen organisiert habe, dass sie jetzt hier zu Wilfeprutz gebracht werden sollen. Und wie wollt ihr diese Fallblätter kontrollieren? Naja, es geht darum, dass das Ganze sozusagen mit einer speziellen Konstruktion im Rucksack ist.
und man den Rucksack so vorbereitet hat, dass man sozusagen an einem Stück Stoff zieht und der Rucksack sich öffnet. Und im besten Falle, wenn alles gut geht, dieser Schirm sich öffnet beim Fallen. Habt ihr auch die Seitenwinde mit einbedacht? Sagen wir, es gibt Herausforderungen, denen man sich stellen muss dann während des Fluges. Vielleicht müsst ihr so ein paar Flügel basteln. Also bei Vögeln funktioniert das ja auch anscheinend. Und wenn es nicht funktioniert, könnt ihr immer noch diesen Versteinerungszauber aktivieren und foltern und wie ein Stein vom Himmel. Genau, das ist der absolute Notfall. Aber ich habe mir gedacht, da man damit eine halbe Stunde rumliegt, ist die Gefahr, dass man doch ernsthaft verletzt wird oder weggetragen wird oder entdeckt wird, doch sehr, sehr hoch und sehr gefährlich. Ihr habt recht, Isarun. Ich werde mal gucken, vielleicht kann man ein paar Schnüre an diesem Schirm anbringen, links und rechts, und dann gucken, dass man damit so ähnlich wie Flügel, nur bei diesem Schirm werden Flügel nicht funktionieren, damit simuliert. Ich meinte natürlich, dass sozusagen so Nandus-gefällig durchdacht. Das könnte funktionieren. Wenn ihr die äußeren Leinen verkürzen könnt, mithilfe dieser Steuerschnüre. Steuerschnüre, das klingt gut. Ja, wie diese Dinger, die die Kinder manchmal auf den Feldern steigen lassen. Ja, genau, sowas ähnliches ist das. Nur eben, dass es eher wie ein Ei geformt ist, was von innen drin hohl ist und von unten geöffnet ist, sodass der Wind reingreifen kann. Könnte funktionieren. Was für Stoffe habt ihr denn vorgesehen? Schwere Stoffe oder leichte Stoffe? Ich wollte ganz gerne groben Leinen nehmen, weil ich glaube, dass das gut hinhaut. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte ich lieber Seide nehmen? Es müssen uns leichter und reißfester. Ihr habt recht. Ich sollte das mit Seide bauen. Gut, dass wir uns nochmal darüber gesprochen haben. Sonst hätte ich vielleicht Dinge gebaut, die überhaupt nicht funktionieren können, weil die falschen Stoffe genommen sind. Das hilft wohl nichts. Irgendwie müssen wir da auch. Also ich kann mich nicht in Wind verwandeln, wie unsere Magier sich von Jelef Im Jassafar, dem Erzelementaristen, in Wind verwandeln lassen. Das wäre wünschenswert, er könnte uns allen diesen Zauber auflegen, aber er ließ ja bereits durchblicken, dass dies nicht geht. Ja. Steht die Option noch mit dem Ogerlöffel? Ich glaube, der Zwerg ist zu allem bereit. Ich denke, das ist noch viel wahnwitziger als alle anderen Ideen, die ihr es jetzt hervorgebracht habt. Dann ist es mit der Hexen hinaufzufliegen noch die bessere. Genau, das ist der eigentliche Plan, dass die Hexen darauf absetzen, und wenn das nicht klappt, falls wir von Dämonen angegriffen werden, sie uns einfach aus Selbstschutzgründen fallen lassen müssen, sind wir darauf vorbereitet, dass, ja, das ist die Sache. Gut, dann gehen wir einkaufen und dann mit den Hexen das Ganze den Plan absprechen. Gut, dann streich dir mal bitte 10 Dukaten für den Bordellbesuch gestern. Brauche ich auch nochmal 10 Dukaten von dir, aber ich glaube, das ist bei dir nicht so das Problem. 10 Dukaten für die Seide, für den Rohmaterial, damit du dann Fallschirme in Stückzahl produzieren kannst. Und dann bekomme ich bitte eine Rechnenprobe plus 3 in die Box und danach eine Schneidernprobe plus 10 in die Box. Frage an dich, wenn du Glück benutzen möchtest, also ich sage dir nicht ob, aber würdest du Glück benutzen wollen? Ja, wirf mal aus. Ich benutze Glück, sagen wir für alle beiden Würfe. Siehst du, ist auch gleich mein Glück für heute weg. Dann kannst du mir noch eine Schneidernprobe geben. Ich muss ja noch eine Rechnenprobe machen, die bessere von beiden mit dir genommen. Kannst du mir nochmal einen Würfel in die Box würfeln? Einen. Ja, kommt sofort. Und ich muss gerade plus 3 streichen. Ah, ihr müsst in die Box, Moment. Schade, die 1 zählt dann nicht, ne? Ja, ist egal. Das Schicksal wird mich schon mit anders bedenken, was es mir geben will. Genau, und dann bitte eine weitere Probe, Schneidern plus 10, und dann kann ich dir sagen, ob alle 3 oder nur einen Würfel neu. Schneidern, wo ist es denn? Ah, unter Handwerk oder unten? Genau, unter Handwerk bei S. Da will ich mal die ganze Probe neu haben. Und du bist den ganzen Tag beschäftigt. Rafim kann dir irgendwann nicht mehr wirklich zur Hand gehen, verabschiedet sich und geht wieder in den Chor-Tempel, damit er dich da auch nicht stört, und dann kannst du alleine vor dich hinnähen. Was wollen die anderen übrig gebliebenen tun? Kiaras hat sich auch irgendwann, ist wohl noch nicht eingetroffen, eventuell beim Raya-Tempel. Wo genau er ist, wisst ihr nicht. Aber die anderen stehen jetzt immer noch bei Witwe Putz, nachdem sich Ömer verabschiedet hat. Wie geht's weiter?
Kias, Quatsch, Isarun? Ja. Habt ihr Kias? Seid ihr verwirrt? Ja, es scheint so. Die Stimmung in der Stadt drückt mir aufs Gemüt. Habt ihr Kias gesehen? Nein, seit gestern nicht mehr. Schade. Ich bräuchte dringend ein Tonikum, um meine Lebensgeister zu wecken. Ich habe vergangene Nacht meditiert, um mein astrales Gefäß aufzuladen. Es ist sehr anstrengend gewesen. Und dann hoffte ich auf Kiaras. Er hatte, glaube ich, doch ein Tonikum zur Stärkung der Lebensgeister. Habt ihr so etwas noch? Ja. Und wollt ihr nicht lieber erstmal ein Teechen trinken? Ihr müsst doch die guten Heiltränke nicht ausbollern. Dies habe ich schon getan. Um ehrlich zu sein, Abelmir, das ist eher etwas für den Notfall. Und im Moment sitzen wir noch gemütlich bei eurer Vermieterin. Und da es in der ganzen Stadt scheinbar keine mehr aufzutreiben gibt. Nun gut, auch die Kammern in der Stadt das Licht sind scheinbar leer. Nun gut, dann wollen wir hoffen, dass dieser Notfall nicht zu Unzeiten eintrifft. Vielleicht. Um was geht's? Kommt immer gerade aus dem anderen Raum raus und hält sich den Daumen, den er gerade in den Mund steckt. Hat mich gestochen, was? Es geht um ein Tonikum zur Stärkung meiner Lebensgeister. Ich habe eine astrale Meditation durchgeführt. Du brauchst den roten Fallblütentee. Ich habe diesen schon genommen. Ich fürchte, Der braucht nur 3-Stunden-Gläser zum Wirken, da kannst du dann nochmal einnehmen. Ja. Was? Dies sei gewiss. Nun gut. Hoffen wir, dass, wie gesagt, die. Wenn es in den nächsten 2 Stunden die Festung auftaucht, selbst wenn ein roter Fallblütentee nicht funktioniert, dann haben wir auch keine Fallschirme. Da habt ihr natürlich recht. Er schneidet noch den ganzen Tag dran rum. Können wir euch irgendwie behilflich sein? Nein, aber wenn du noch roten Fallblütentee brauchst, ich kann dir noch eine Portion geben. Das wollte ich dir nur anbieten. Ah. Nimmt immer den Finger wieder aus dem Mund, um ihn danach wieder reinzustecken. Danke. Nun gut. Wie ich sehe, sind alle beschäftigt. Ich denke, ich werde noch einmal in die Küche gehen, etwas Tee zu bereiten. Der wievielte ist heute eigentlich, Abelmir? Wisst ihr das Datum? Meines Wissens ist heute der 28. Pariner im Jahre 1027 nach Bosbrandsfall. Ja, mein Guardian-Artefakt ist noch nicht fertig. Na gut. Hatte man euch schon ein Lieferdatum genannt? Nein, die Rehermetisierung. Ja, ich denke, dass in den letzten Tagen vielleicht andere Dinge etwas in den Vordergrund gerückt sind. Zwangsläufig. Rehermetisierung betreibt die Aufladung von semipermanenten Artefakten. Das Artefakt lädt sich selbst auf, es braucht nur einen gewissen Zeitraum. Der Zeitraum ist aber noch nicht erfüllt. Es sind 4 Tage seit der letzten Benutzung her, als wir in Garrett, als wir in Wehrheim waren. Und deswegen braucht es noch 3 Tage, weil es 7 Tage zur Rehermetisierung braucht. So, ich muss jetzt weiter schneidern gehen. Viel Spaß noch bei weiteren Disputen. Ich werfe den beiden mal einen etwas defizilen Blick zu. Aber mir hat sich aus dem Gespräch verabschiedet. Mit zittrigen Händen gießt er sich unten Tee auf. Wie wollt ihr anderen nach oben kommen? Das ist jetzt die letzte Frage, die bitte geklärt wird. Ich werde wohl mit den Hexen fliegen. Ich lasse mich von JLF verzaubern und werde Luftsteigerin. Gut, das heißt, der weitere Leib aus Luft wäre auch für Abelmir dann aufgehoben. Genau. Wollt ihr nicht abgeben. Okay, hätte ja sein können. Gut, dann haben wir eigentlich alles geklärt und jeder weiß, wie er hochkommt. Ja, ich würde trotzdem noch ein paar Sachen machen wollen. Ja. Und zwar würde ich einmal erst zu meiner Akademie zurückgehen, dort ein paar Sachen abholen und dann würde ich gern das Gespräch mit Grunhilds Waffenjäger dort hier suchen. Mhm. Und sie mit dem Ritterkönig Danos von Luring bekannt machen, der sich ja auf den Kampf mit dem Drachen vorbereitet, dass die beiden sich so koordinieren können. Ja, aber es waffnet das wohl. Soll ich jetzt auch noch Drachen jagen gehen? Mache ich gerne. Sind ja auch nur geflügelte Seeschlangen. Bei Swaffen ja, aber. Was habe ich jetzt mit Danos zu tun? Er reitet und ich schwebe in der Luft jetzt mit unserem Gefährt hier. Nun ja, es ist ja so, wir haben diese spezielle Axt.
Diese ist dafür gemacht, um einen Karfunkel eines Drachen zu zerspalten. Ja, davon redet ihr die ganze Zeit. Kriege ich die jetzt oder nicht? Ja, genau. Das ist es ja. Ihr müsst dafür mit Danos zusammenarbeiten. Denn er wird dafür verantwortlich sein, den Drachen so an den Boden zu pinnen, dass man an den Karfunkel drankommt. Dieser muss nämlich erstmal exponiert werden. Und dann springe ich aus dem Luftschiff auf den Hals des Drachen. Im Idealfall solltet ihr natürlich in der Nähe des Drachen sein. Das heißt, wenn es jetzt zu einem Kampf kommt und ihr schon auf dem Luftschiff seid... Okay, ich habe großen Respekt. Ich habe großen Respekt vor euch Magiern. Aber ihr wolltet mich oben auf diesem Luftschiff haben. Ihr habt mich dafür aus Nadesheim geholt und gesagt, ich darf jetzt gemeinsam mit meinen Torwalern und dieser Hexe, sie klopfte Kundra einmal auf ihre Schultern und die torkelt einen halben Schritt weiter nach vorne, guckt sie dann böse an. Soll ich jetzt gemeinsam dieses Luftschiff bestücken? Dann kann ich mich nicht an die Fersen von irgendeinem Kavalleristen hängen. Bei aller Liebe, entscheidet euch, jetzt. In Ordnung. Könnt ihr mir jemanden empfehlen, der gut mit Wurfäxten umgehen kann? Jeder andere Torwaler. Dann gebt mir den besten Wurfaxtwerfer. Ja, geht in die nächste Taverne und fragt dann nach einem Torwaler. Weiß ich nicht, sie deutet die Straße runter, kannst dann durch die Tore vom immeren Stadion gucken, deutet auf eine Taverne. Ja, da ist der volle Humpen. Fragt da mal nach Torbjörn, der kann das. Gut, dann vielen Dank für eure Empfehlung und ich werde mich darum kümmern. Dann habt ihr ab sofort mit der Axt nichts mehr zu tun. Gut. Was auch immer. Ja, kannst du dann mit einem schlechten Gefühl die paar Meter die Straße runtergehen und stehst dann in dem alten Gebäude. Es riecht ein bisschen verraucht, dass du dann die schwere Eichentür aufmachst, ein bisschen Lärm. Und du kannst da dann auch sehen, wie da wohl die ein oder andere Schlägerei gerade zugange ist. Man prügelt sich da wohl, weil verschiedene Immermannschaft gefeiert werden. Und man hat hier tatsächlich das alles noch nicht ganz begriffen. Und von den Märtyrern hält man hier tatsächlich auch nicht so viel. Also ein paar Torwaler sind anwesend. Schaust mal so hin und her. Alle eine blutige, aufgeplatzte Lippe. 5 Stück wirst du hier erkennen. Ja, dann trete ich mal auf sie zu und grüße sie. Swafnir zum Gruße. Das war es, Swafnir. Ach, Swafnir. Willst du mitmachen, Mädchen? Wobei? Schlagen. Heute nicht. Welche Mannschaft? Gar keine Mannschaft. Ja, drehen sich wieder um und mischen sie ja wieder in Pulk, wird geschubst. Gerangelt und du siehst jetzt, wie ein ziemlich großer, blonder Mann einen Stuhl aufhebt und dann dem anderen über den Rücken zimmert, sodass der dann zerbricht. Das ist eine typische Schlägerei. Ich gucke mir das mal eine Weile an. Gucke mir mal, wie gut die im Kämpfen bzw. im Raufen sind und ob ich den Namen Torbjörn irgendwo mal raushören kann. Ja, du guckst dir das noch eine Viertelstunde an und dann hören sie tatsächlich alle irgendwann auf. Viele, die am Boden liegen bleiben, einige, die blutige Lippen haben, blutige Nasen, gebrochen. Du siehst auch noch, wie einem das Ohr wohl abgeschnitten worden ist. Wird halt spaßeshalber sich da auf die Schultern geklopft und dann wird eine ganze Menge Met spendiert oder auch normales Bier. Der Wirt beklagt sich natürlich über die Tische, über die Stühle, die da jetzt zu Bruch gegangen sind, dass viele Glas oder Krüge Ton. Aber ja, das scheinen die Männer hier erstmal zu ignorieren. Die Sachen sind auch alle sehr alt, möchtest du meinen. Du kannst auch noch ein paar Jagdtrophäen erkennen, die an den Wänden hängen. Ja, Torbjörn hast du rausgeholt, gehört. Der steht jetzt gerade am Tresen und ordert da jetzt gerade eine ganze große, ein paar Krüge dann, die er dann aufteilt unter denjenigen, mit denen er sich eben geschlagen hat. Dann trete ich noch mal an deren Tisch ran oder wo auch immer die gerade stehen, falls die Tische alle zu Bruch gegangen sind. Ja, sie stehen gerade vor so einem großen Eichenfass. Da wurde vielleicht mal Wein oder sowas gekeltert. Da stehen sie jetzt gerade vor.
Das war eine tüchtige Prügelei, die ihr euch dort geliefert habt. Meinen Hut ab. Ja, danke, danke. Wir müssen ja auch sehen, wo wir mit unserer Zeit bleiben. Wenn man so ein bisschen Druck hat, dann muss der abgelassen werden. Immer lieber so, dann in so einer Taverne und ohne Waffen, als dass wir uns dann draußen richtig schlagen und töten und verletzen. Das wollen wir auch nicht. Und auf so eine Schlacht warten, das ist nie ganz gut. Das stimmt wohl. Wenn man nie weiß, wann der Feind kommt. Aber ihr macht gewiss mit, wenn der Feind denn herkommt. Sicher, sicher. Wir haben von irgendeinem Elfen haben wir ein paar Bogen bekommen, Bögen und Pfeile und dann noch ein paar lange Piken. Damit sollen wir dann in die Luft pieken, wenn dann die Seeschlangen vom Himmel runterkommen. Also, es wird tatsächlich ein Drache kommen, so viel ich weiß. Ein sehr großer, der schwarze Drache. Also, der Elf sagte zumindest irgendwas von ganz vielen Schlangen, die dann irgendwelche Brandgeschosse oder sowas abwerfen. Ja, das kann auch sein. Und halt dieser eine ganz große Drache. Hört einmal, ich bin auf der Suche nach dem besten Wurfaxtwerfer von ganz Aventurien eigentlich. Ganz Aventurien? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ja, der vorne kommt gerade wieder zu uns, das ist der Torbjörn. Tatsächlich, den Namen habe ich schon mal gehört. Der hat schon mal in Bremen so ein Wurfaxtturnier gewonnen. Und der ist dann wohl richtig gut. Ja, ja, der so einen könnten wir gebrauchen. Der hat immer in das Auge vom Rind geworfen. Dann muss ich mal mit ihm sprechen. Danke dir. Ja, tritt auch gerade an den Tisch heran, stellt dann schwappend 5-6 Krüge vor sich ab, die dann die anderen dann greifen. Also so wie gesagt, sind nicht nur Torwale anwesend, aber auch eine ganze Menge. Auch ein paar halbe Torwale oder sowas. Und kannst du dir ihn greifen. Swafnir zum Gruße, du bist Torbjörn? Ja, Mädchen, ich bin Torbjörn. Swafnir zum Gruß, kann ich für dich tun. Na, ich hab gehört, du bist der beste Werfer von Wurfäxten in ganz Aventurien. Zumindest, ja, bin ich. Und du machst mit Sicherheit auch in der Schlacht mit. Ja, bei Swafnir das wohl. Soweit ich hier stehe und Bier trinken kann. Das höre ich gern, das höre ich gern. Du weißt ja auch, dass dieser große Drache kommen wird, nicht wahr? Seeschlange, ja. Ja, Brassasor, ne? Untote Seeschlange, genau. Ja. Was hältst du davon, wenn ich dir sage, dass du zum untoten Seeschlangentöter werden kannst? Und Rangas Heimzahlen, ja? Genau so. Ist die von Swafnir gesegnet, die Axt? Nein. Das nicht. Also, du kannst natürlich einen Segen drauflegen lassen, wenn du möchtest. Aber sie ist speziell dafür gemacht, diesen Hirnstein von Drachen zu zerschlagen. Und wir bräuchten natürlich den besten Wurfaxtwerfer der ganzen Welt. Ja, ich hab schon mal ein Turnier in Bremen gewonnen. Haha. Wirst du dich denn dazu bereit erklären, diese Axt zu führen und gemeinsam mit den Rittern die untote Seeschlange zu besiegen? Mit den Rittern? Das kann ich wohl machen. Auch wenn das eitle Fatzken sind, aber reiten kann ich auch. Wir haben bei uns ein paar Ponys. Ja, das wird ja immer besser. Also, Torbjörn, du gefällst mir. Ja, Mensch. Ja, ist ja prima. Hast du jetzt direkt Zeit? Sollen wir direkt los? Können wir machen. Ich hol mal einen Pony von hinten und dann können wir los. Kannst du mir die Ritter zeigen? Ja, das ist doch mal ein Wart. Dann komm mal direkt mit. Ja, so kannst du mit ihm und dem Pony gemeinsam aufbrechen und dann Danos von Luring vorstellen, der hinter der alten Residenz bei der Rowles Arena immer noch anreitet, beziehungsweise mit seiner notdürftig zusammengewackelten Kavallerie da prübt und probt und übt, also da, wo das kaiserliche Turnier auch stattgefunden hat. Und könnt dann euch gegenseitig vorstellen, beziehungsweise kannst dann die Axt gemeinsam mit der Kugel Drakundas, dem Drachentöter, und Torbjörn an Danos von Luring dirigieren, in der Hoffnung, dass sowohl die Endurium-Lanze Finsterfang als auch dann Drakundas irgendwo beieinander geführt werden und Danos dann auf Drachenjagd geht. Genau, also ich erkläre dann sowohl Danos als auch Torbjörn nochmal, was es mit der Axt und der Kugel auf sich hat, wie sie geführt werden sollen und ja, das Koordinieren, wer dann was in der Schlacht macht oder so, das überlasse ich denen. Okay.
dann könnt ihr den Tag über generisch verbringen, könnt euch vorbereiten. Jarlan wird vielleicht noch das ein oder andere Mal angesprochen von einem Jungen mit einem Brotmesser, der dann vor ihm herumläuft und dann erkennt, dass er wohl einer der Helden ist, die beim Kaiserturnier gestritten haben. Würde ganz gerne wissen, wie man mit diesem Brotmesser dann einen Dämon umbringen kann, ob man die am Hals treffen muss oder zwischen die Rippen. Irgendein Familienvater, der dann von Isarun wissen möchte, wo man denn die kleinen Kinder hinbringen kann und ob es in den Kellern sicher ist. Wenn Abelmir noch auf dem Markt herumrennt, wird eine Akolutin der Pereine nochmal auf ihn zugehen und wissen wollen, wo denn Plätze für die Verwundeten sind und wo man dann die Feldschere und ja die Terboniten dann hinschicken soll. Ein Reservist bei den Spießbürgern fragt dann, wie man mit diesen 200 Mann umgehen soll und inwiefern dann die ausgebildet werden können mit Bogen, denn die wissen jetzt, wie man Pfeil einlegt, aber dieser Halbelf ist wird gerade verschwunden und sie wissen jetzt nicht genau, wie man jetzt diese Schützen dann führen muss und ja. Ich würde gerne noch eine Sache machen und zwar in der alten Residenz Melvin Störrebrand aussuchen, beziehungsweise einen, deinen Stellvertreter vielleicht. Es ging mir darum, dass irgendjemand an diesen Falkenstatuen in der alten Residenz steht, sie bedienen kann und da sicherstellt, dass die Torwaller mit dem Luftschiff nicht bei Zeiten die Stadt verlassen. Dass das Luftschiff auf jeden Fall gar bleibt. Also ihr wollt die Statuen, die Feuerfalken selber gar nicht bedienen? Ich fürchte, das werden wir nicht tun können, wenn wir auf der schwarzen Feste sind. Okay. Also muss ja irgendjemand eingewiesen werden, diese Statuen zu bedienen und der muss ja auch spezielle Anweisungen erhalten, wie man sie bedient, welche Reichweiten die vermutlich haben und ja, spezielle Anweisungen dafür, eventuell das fliegende Schiff abzuschießen, falls sie vom Schlachtfeld fliehen. Gut, dann wird er sich selber an Rodrigo ja Ravendosa wenden, den Prospektor, den ihr mitgebracht hattet. Und ja, kannst dann sehen, wie der wohl mit zwei anderen Spießbürgern redet und die dann nach kurzer Zeit vor die Feuerfalken gestellt werden und ihnen der Umgang erklärt wird. Während du dich gerade umdrehst und dann Melvin nochmal die Hand gibst und dich verabschiedest, kannst du sehen, wie aus Versehen gerade wohl eine der Ladungen in die Luft entlassen wird und ja, ein Ignifaxius wirkungslos in der Luft verpufft.